Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Piggy Beast. Ich bin Juli von Yushano. Ich bin Enno von Yushano. Und ich bin Charlie 2.0, zurück aus dem Urlaub. Hallo. Yay, Charlie, wie warst du denn so im Urlaub? Es war toll. Wo warst du denn? Ich raste den Kopf ab. Ich habe Drachenfrüchte gesammelt. Geil. Was hast du getan? Juli hat mir Drachenfrüchte gesammelt. Dunkelfrüchte, ja. Was beschissen ist, dass ich die nicht automatisch anbauen kann, sonst hätte ich fast eine Drachenfruchtarmee. Eine Drachenfruchtarmee. Ja, ich fliegen die dann durch die Gegend und speien Feuer? Oh, Enno, ich hab was für dich. Echt? Geil. Ich hab doch neue Burger kreiert in meiner kreativen Schaffensphase. Oh, wie geil. Zuletzt, ich am Herd stand. Ich hab aber immer noch 50 Stück übrig. Ist egal, die wirst du weghauen, wenn du meine neuen siehst. Oh. Juli hat sie schon verschlungen, weil die so gut sind. Hab ich nicht, ich esse immer noch die alten. Was? Naja, die wollte ich erstmal aufessen, bevor ich zu den guten komme. Du weißt, das Beste kommt zu Schluss. Nee, das Beste wären ja dann diese Zwiebelburger. Ich mag keinen Käse Zwiebel. Und Speck. Hier, Enno. Obwohl. Nein, es geht nichts über einen guten Cheeseburger. Ja. Cheeseburger. Ein Burger ohne Käse ist kein Burger. Genau so ist es. Das hast du sehr gut erkannt. Ich bin sehr froh, dass du das genauso siehst. Dann möchte ich natürlich meinen Leuten nicht vorenthalten, dass ich weitergebaut habe in meinem Geheimprojekt. Ja. Was? Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich dann auch mal rumzeigen sollte, was ich so gemacht habe. In der Zwischenzeit. Tun Sie das, werte Frau. Gedanken hatte ich gerade, deswegen passte das so gut mit dem Ja. So, dann habe ich nämlich die zweite Kammer ist auch schon fertig. Na, dann erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn alles so gemacht? Ich? Er fängt an. Ja, okay. Ja, ich kann ja nicht über mein Geheimprojekt reden, von dem man noch nicht wissen darf. Ach so. Damit bin ich weg und Juli ist am Zug. Voll geschummelt, Alter. Enno, was hast du getan? Ich habe überhaupt nichts getan. Ich habe brav mir alles für die Folgen aufgehoben. Ja. Ja, Juli, erzähle doch mal. Oh Mann. Also zuallererst habe ich hier auf mein Haus ein Dach gesetzt und Fenster reingesetzt. Dekoriert habe ich allerdings noch nicht. Das machen wir zusammen. Mit Dekocraft und Schüssel und so weiter und so fort. Oh Gott, hier läuft eine Katze auf meinem Feld rum, die macht alles kaputt. Tja. Hier habe ich wunderschöne Treppen, die führen jetzt nach oben. Eine schwarze Katze, die ist jetzt tot. Mit dem Dach muss ich nochmal gucken, da wollte ich Fairy Lights dran setzen oder irgendwie Glowstone oder so ähnlich. Fairy Lights! Damit das da nicht so... Huch, das war falsch. Und dann habe ich auch das Lagerhaus fertiggestellt. Das habe ich tatsächlich müssen... Ja, es ist ein Lagerhaus. Das sieht jetzt so aus, mit diesen wunderhübschen blauen Kisten und hier den Gängen und so. Da habe ich sogar schon ein bisschen einsortiert, aber auch noch nicht alles. Da habe ich ziemlich lange für gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Stunden um Stunden um Stunden. Ist ja auch riesig geworden, ne? Ja, das stimmt allerdings. Muss dann man dazu sagen. Waren wir unterwegs und haben Früchte gesammelt, weil ein gewisser Herr mir nichts übrig gelassen hat. Musste ich nochmal los und Früchte sammeln gehen und da habe ich dann schon mal Bäume draus gemacht. Wir haben einiges gefunden, sogar Drachenfrüchte. Hier, da sind sie. Wunderschön pink-grün. Oh, eine Sache habe ich auch gemacht. Bei mir sind die orange, wie halt eine Drachenfrucht auch im Real Life ist. Also eine Orange ist es eher mehr so dunkles Pink. Ja, also sie sind pink bei mir, relativ hellpink sogar. What? Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt einige Fruchtbaumsorten hier rumstehen, unter anderem auch Kirschen. Hier haben wir die Zitronen. Und Schleimbäume. Ja. Was für Bäume? Er hat Schleimbäume. Ja, die Schleimbäume habe ich noch besorgt. Die kannte ich bis jetzt, also bis Juli mir das erzählt hat, kannte ich die selbst auch noch nicht immer. Ich kannte die auch nicht. Die findest du auf diesen Dingelsinseln. Habe ich auch ja, selber das erst, hat sie mir gesagt. Habe ich selber auch erst dann herausgefunden, dass es die gibt. Oder habe ich einfach mitgenommen, ausprobiert und ja, es funktioniert. Du musst nicht ständig blaue Slimes töten gehen. Ja. So, hier habe ich eine ganze Menge Teller geformt. Ist jetzt natürlich zugestellt mit den Bäumen. Irgendwo mussten wir hin. Eigentlich wollte ich hier noch ein Feld machen, aber egal. Das heißt, ich muss hier jetzt weiter terraformen. Und da ist der Baum, auf dem ich mit am stolzesten bin. Der steht hier hinten, weil er special ist. Bananen! Ich habe Bananenbäume! Ja, und wir alle wissen, was man mit Bananen alles Tolles machen kann.
essen. Ja, du schiebst dich Banane also in den Po. Ist vielleicht, dass du radikal denkst. Das ist nicht radikal. Das ist das Enno. Scheinbar. Was Silvia von mir hält, ich bin entsetzt. Besonders scheinbar. Bist du überhaupt nicht. Ich hab's schon nie ausprobiert. Okay. Ich hab dir gleich den Wind aus den Segeln genommen. Ja, wenn du sagst, es ist das pure Vergnügen, ja, dann muss ich doch auch nachfragen, ob du denn gewisse Erfahrungen mit gewissen Dingen schon getan hast. Nein. Ich glaube, Gustav hat gerade versucht, Elisabeth die Dritte zu besteigen. Ja, die haben aber keine Kürbisse. Ohne Kürbisse können die sich nicht besteigen. Ohne Kürbisse geht da heutzutage nichts mehr. Du weißt doch, wie das heute läuft, Alter. Ja, genau. Klar. Das oder war das so ein Ding. Ich habe angefangen, Bananen. Pferde zu züchten, weil ich gerne ein Einhorn haben möchte. Aber, Bananenquark. Das dauert halt ewig. Bis ich da das richtige Pferd habe, habe ich eine ganze Armee von Pferden. Gibt es auch Pegasus? Halt... Ja. Geil. Es gibt sogar Geister-Pegasus. Ja, stimmt. Der hat schon mal hier so rumfliegen sehen. Stimmt. Gab es damals nur ein Yu-Gi-Oh! Nee, das ist ein bisschen anders, glaube ich. Also nicht diese Monsterviecher. Ah, die konnte kannst man sowieso nicht tamen. Die Pferde also. In der Hölle kannst du übrigens sehr wohl zähmen. Echt? Du kannst alle Pferde besitzen, ja. Und wie machst du das? Scheinbar schmeißt du einfach einen Sattel drauf. So, bis jetzt meins. Ja. Das kommt bestimmt super an. Das ist jetzt meine Aufgabe, die ganzen fliegenden Viecher da zu töten. Dein Ernst. Ihr habt Flügel, ihr braucht keine fliegenden Pferde mehr. Hallo? Die brauch ich ja, alle. Aber es ist irgendwie trotzdem cool. Ich meine, Son Goku ist immer noch auf Jinjudin geritten. Da haben wir hart für gearbeitet, die haben wir uns verdient. Apropos Flügel, du hast meine Sigille noch. Ich habe auch noch drei andere Sigillen, ja. Aber meine ist aktiviert. Schmeiß ich sie weg? Ich schmelze sie ein. Die Abwehrkräfte. Wenn du das tust. Die kommt gleich in den Hochofen. Dann schwöre ich dir. Ja? Schubs ich dich hinterher. Ist okay. Ein bisschen Blut abnehmen ist okay im Ofen. Das brauchen wir sowieso, wenn wir Blutkugeln machen wollen, ne, Enno? Yay! Yeah. War schon fleißig dabei. Ja, ich habe eine ganze Menge Tiere aus der Gehe einfach geschnappt und reingeworfen. Echt? Ja! Einmal bin ich dran vorbeigelaufen, hörte nur noch dieses Miau! Lol, Enno, der Katzenkiller. Das macht so Spaß. Es, diese goldenen Lassos sind da voll praktisch. Das Ding jetzt ist, ne? Nee, die sterben da dran. Ich präsentiere es einfach nochmal. Kein Problem. Wo habe ich denn irgendwas? Juli, wie sehr hängst du an deinen Pferden? Stimmt, die können wir da eigentlich opfern. Vor uns meintest du hast irgendwann zu viel und weißt nicht, wohin damit. Ja, aber nicht während ich noch in der Zucht stecke und ich weiß, welche von denen ich noch gebrauchen kann. Oh, ein Elefant. Kann. Nein. Dann nehmen wir ein End. Schmeiß ihn rein! So steh dich Enno da Elefanten reinzuhauen. Schmeiß ihn rein! Das hat böse Nebenwirkungen für dich. Die haben viel Blut. Ich hab echt ein End eingesammelt. Wie geil! Dann hau den End mal da rein, vielleicht blutet er. Mach ich. Kannst Ends einsammeln? Ich hab ein End eingesammelt. Haha. Muss ich mir angucken. Setz den bei Juli ins Haus, damit er sich da wegpflanzt. Kann er nicht, ohne Erde. Er kann sich, du setzt mal bei Erde außen rum, ist kein Thema. Ja, ich setz dich auch gleich mal außen rum. Los, hau rein, das Viech. Der ist schon wieder so gemein, hört ihr das? Der ist irgendwie... Unglaublich. Jetzt! Ah. Das sieht schön aus, das passt genau oben drauf vom Muster. Ja. Das ist jetzt unser Schmiedenend. Aber ich glaube, der nimmt wirklich keinen Schaden, wegen... Weil er sowieso immer nur... Au. Ist das Blut von dir gekommen? Ja, das Blut war jetzt von mir. Ja, schade. Dann nimmt ihn da mal wieder raus. Ich mag kein Gestrauch in meinem. Boah, also wir Ofen. Haben eine ganze Menge gesammelt. Wieso dein Ofen? Ich hab ihn hochgebaut. Ja, aber ich hab ihn auch mitgebaut. Au. Und da geht's los. Jetzt streiten sie sich um den Ofen. Hast du ihn jetzt eingefangen? Jo. Bring ihn wieder. Ja, genau. Bring ihn wieder weg. Ach, also. Enno, du bist ein Schwein. Hast du überhaupt Damage? Keine Ahnung. Ja, da verbrennt er. Echt? Hä, oh. Der brennt doch gar nicht. Doch, er ist verbrannt. Ja, ich hab ihn die unsere Quelle getan und da ist er verbrannt. Oh, Elefant. Die Ölquelle? Ja. Oh. Die killt scheinbar alles. Geil, das ist jetzt... Sogar uns. Unsere sogar Opferstätte uns, Nummer 1. Ja. So ist schon wie ein Elefant. Der Elefant gibt bestimmt eine Menge Blut. Nein, bitte nicht den Elefant. Ich schnapp ja nicht her, ja. Enno, hier sind zwei Katzen. Drei Katzen. Nimm den Elefanten. Der hat mehr Blut als seine kleine Katze. Nein. Doch. Ist boah, ich glaube, das kannst du reinhauen hier. Wo ist mein Schlafsack? Ich will meinen Schlafsack nicht mehr.
Können wir weghauen. Was? Ich will mein Pferd klauen. Nicht die Elefanten. Nein! Jörg ist eben schlafen, ich finde meinen Schlafsack nicht. Ja, kann ich machen. Wenn du den Elefanten nicht weghaust. Reinhaust. Das sehen wir mal dann. No. Ich komm auch mit der Nacht klar. Ich auch. Ja, okay. Hallo? Mein Haus? Das ist das Einzige, was Damage kriegt. Juli, überrede du ihn einfach. Den Elefanten rein. Sie sind da, will er nicht. Nein! Ich hol ihn raus, wo ist mein Lasso? Warte, das kann ich regeln. Hier, ich hab da noch. Wo ist mein Lasso? Mein Lasso! Johann! Hast du gerade Times a Day gemacht? Nee. Nein! Achso, er hat doch geschlafen. Da wollte gerade ein Creeper neben mir explodieren. Ich hab's genau gehört. Ja? Was? Oh, was? Junge! Du hast den Elefanten getötet. Nein! Hab ich gar nicht. Klar! Ist er tot? Hab ich gar nicht. Guck mal, der ist doch noch. Siehst du? Jetzt? Alter, wie viele Schadenspunkte habe ich dir gedrückt mit dem Schwert? Jetzt hast du ihn getötet. Du hast ihn rausgelassen, er ist umgefallen. Du Mörder! Du hast ihn doch gerade getötet. Ich hab ihn vor dir gesetzt und dann war er plötzlich tot. Du bist jetzt gleich keine Fee mehr, komm her. Du bist jetzt gleich keine Fee mehr. Junge. Abstand, Digga, Abstand. Komm langsam näher, Enno. Das merke ich schon, ne? Merke ich schon. Ist PvP an? Klar. Tada. Guck mal, das ist ein Elefant. Achso. Ich hab doch nur irgendeinen Elefant genommen. Irgendwo aus der Wildnis. Das sieht lustig aus, wie die da drin sterben. Hast du das hier oben gebaut, Enno? Was? Achso, die. Ja, irgendwie musste ich ja raufkommen. Also ich hab das mal gebaut, bevor ich fliegen konnte. Achso. Oh, weil so. Hier nämlich wieder so erstatter grüner Schleim ist. Kann ich den mitnehmen? Ja, da war vorher diese Bäume. Die habe ich abgebaut und dann mit runtergenommen. Wir sind nicht geflohen, wir haben einen Flugbattle gemacht. Er hat versucht, mich zu töten. Dieser eben, grausame. Ich hab den zweiten Elefant verpasst. Willst du auch einen Schlag mit Enno kassieren? Alles klar. Dann schnapp ich mir eben das Zebra. So. Juli, wenn ich dich sehe, dann... Aber nicht das aus meinem Dings. Dann kriegst du auch... Oh, da unten fliegt sie. Jetzt hab ich dich. Junge? Du kriegst genauso einen Schlag wie Enno ab, weil die Elefanten opfern. Ich hab den doch gar nicht geopfert. Ich hab den wieder rausgeholt und wieder hingesetzt und du hast ihn dann totgeschlagen. Juli, bleib stehen. Irgendwann musst du. Ja, genau. Ich holz deine Drachenfrüchte ab. Wie Jörg die Verantwortung einfach nicht übernehmen kann. Oh, eine brennende Katze. Ja, die war wohl baden. Oh. Oh, sie hat's überlebt. Ui. Dann opfere ich jetzt. Den Ofen zu verschmutzen. Das Zebra macht seltsame Geräusche. Ich hör's nicht. Mörder. Sehr seltsame Geräusche. Ja, die klingen aber echt so. Das klingt irgendwie krank. Egal, jetzt ist es tot. So. Jetzt haben wir Blut. Oh, verdammt. Jetzt haben wir Blut. So. Wofür brauchen wir noch eigentlich nochmal geronnenes Blut? Ich weiß es nicht mehr. Für Blutkugeln. Ach, für Blood Magic? Nein, daraus kannst du Schwamm machen. Der Ersatz für Schleimkugeln. So. Jetzt habe ich schon 6-mal geronnenes Blut da drin rumliegen. Ich habe das doch nur gerade gesagt. Ja, das klingt so. Nein! Du musst nicht das wissen. Nein, musst du nicht. Ich glaube, das hatte ich aber mit Enno vor 4 Episoden schon herausgefunden. Das weiß ich nicht mehr. Also 3 oder 4 Episoden locker. Hatten wir ja schon mal. Deswegen wissen wir es. Also sind wir ja nochmal. Vor 3 oder 4 Episoden war ich voll fertig mit der Welt. Das weiß ich nicht. An Großteilen, Inge, klar. Da haben wir übertrieben... Seven Days to Die gespielt und nicht geschlafen. Nein, das war vor Seven Days to Die. Dann weiß ich es auch nicht mehr, weil es so lange her ist. Das war die Aufnahmewoche vorher gewesen. Hey, ein neuer Baum ist gewachsen, ein neuer Slimebaum. Das Schöne ist, man muss nur einen Block abbauen, dann zersetzt er sich von alleine. Wir könnten eigentlich eine kleine Enderperlfarm bauen. Hast du da schon? Hau raus! Ja, größer.
Ja. Aber immer größer. Das stimmt automatisch. Ich weiß nicht, ob man das automatisch machen kann, weil du musst ja diesen Enderstone reinpacken. Das macht's ja schwierig. Ich könnte mit dem Slime einen lustigen Parcours bauen. Was anderes, was es schwierig macht. Ja, ich muss Erde klatschen. Ich glaube, ein Slime-Block-Parcours wäre wirklich witzig. Was für Parcours? Na, so Slime-Blöcken, so ein Parcours, wo man so lang hüpft. Brauchst du eigentlich Kürbisse? Ich brauch keine, nein. Ja, dich meinte ich auch nicht. Mit dir redet doch keiner. Meinst du, weil ich sie angepflanzt habe? Ja, ich meine, ich dachte, du willst die Pferde damit vermehren, oder? Ja, richtig, dafür brauche ich Kürbisse. Ich habe nämlich noch 4 Stück übrig. Aber ich glaube, 4 Stück sind da jetzt nicht so viel, dass du jetzt sagst, wow, 4 Stück, Enno, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Wären hilfreich gewesen, als ich selber noch keine... Und ich hatte auch 3. Die habe ich dann... 2 habe ich verfüttert und den Rest habe ich zum Vermehren benutzt. Und jetzt haben wir da hinten eine ganze Farm, also... Wir brauchen aber auch keine Karotten irgendwie. Hier ist übrigens eine schwebende Truhe. Das ist bestimmt deine. Die war in die Erde gesetzt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und da waren, glaube ich, nur Setzlinge unter so drin. 3 Sand, Weizenkörner, Pilze, Blütensetzlinge, Garlic, also... Also alle möglichen Sachen, die man eigentlich nicht braucht, einfach nur irgendwo loswerden möchte. Genau. Okay, dann könnte es durchaus meine sein. Klingt sehr nach mir, solche Truhen zu machen. Nicht wahr? Jo. Hab mir auch gedacht. So, die Erde nehme ich noch mit. Die muss ich wieder hinsetzen. Alles. Über Minecraft kann ich mir. Verdammt. In die immer. Die Potato Seed, Weizenkörner haben wir mehr als genug. So, dann gehen wir jetzt mal zum Lagerhaus und packen ein bisschen Obst weg. Obst, das ist ja gesund. Obst. Ich habe noch die Ham und die Cheeseburger. Wozu ich natürlich. Wie sich das gehört, als guter Obstbauer. Warum haben Schnecken so verdammt viel Leben? Wegen ihrem Haus? Das war eine Nacktschnecke. Wegen ihrem Haus? Nein, Juli, nicht wegen ihrem Haus. Ich bleib dabei, wegen ihrem Haus. Achso, okay. Okay, dann, ich bin jetzt überzeugt, finde ich plausibel. Nicht wahr? Jo. Ich auch so. Au. War aber auch bestimmt nicht sehr nett von mir, dass ich um die Schnecke herum 4 Kaktusblöcke gesetzt habe. Das war super nett, ja. Hat sie sich drüber gefreut, bestimmt. Glaube ich auch. Könnt ihr mir nicht vorstellen, warum. Ich. Stimmt ja. Ich sollte mal mit meinem Keller weitermachen. Ich kann es vergessen, dass ich den noch hatte. Jetzt die Frage, das mit den Pferden wird noch 100 Jahre dauern. Terraform will ich jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen doof fürs Let's Play. Außerdem haben wir das die letzten paar Folgen schon gehabt im Keller. Also da habe ich übrigens auch weitergebaut. Werde ich denn jetzt tun? Und werde ich jemals diesen dunklen Fleck da wegkriegen? Von diesen scheiß Kack-Kultisten. Fragen über Fragen. Erfahren Sie das in der nächsten Folge. Ja. Ah, ich habe euch den Zauberraum noch nicht gezeigt. Lass mich doch fallen. Also manchmal reagiert er nicht so richtig. Mich fallen! Ich darf nicht landen. Jetzt darf ich landen. Aber Döbel. Ja, das hier kommt noch weg. Das steht mir ein bisschen im Weg. Aber
Im Grunde bräuchte ich ja keine Treppen mehr, weil ich ja fliegen kann und so. Aber ich glaube, trotzdem aber im alten Stil, glaube ich, Treppen und so. Weil es einfach irgendwie passt, denke ich. Und besser aussieht. Ja, ich habe auch Treppen, so ist es nicht. Und da steht mein Zaubertisch. Tada! Hier sind so Kisten, da kommt nachher Sachen rein, die man so zum Zauberraum braucht. Huch! User disconnected from your channel. Wer ja, war nice. Das? Tester war mal da. Tester war mal da? Ja, da stand Tester als Name. Okay. Ja. Geil, wir hatten Tester in unserer Aufnahme. Der Tester. Gestern oder vorgestern. Apropos, wo wir das gerade haben. Die Aufnahme, die Folge ist vorbei. Krass. Vorbei. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tüdelü. Tschüss.